Ja, Mann, ich ziehe Leute an. Geil. Ich ziehe sie nicht aus, ich ziehe sie an. Ja. Systemabsturz. Okay, jetzt werden wir dieses DLC beenden. Auf zum Leuchtturm. Ja, Mann. Gibt's, es gibt da noch so ein Voice-Recordchen von Captain Blade, der ganz verrückt geworden ist. Das weiß ich nicht mehr, aber das wäre lustig. Aber du hast das DLC doch durchgespielt. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, ich weil ja du mich so, nicht spoilern willst. Gib's doch zu. Du nimmst so viel Rücksicht auf meine Gefühle. Ja. Aber ich hasse dich wie die Pest dafür. Da ist ein Hebel. Ein Hebel. Ich hab ihn in den Netzen. Dafür hoch? Ein Waldläuferversteck. Ja. Ich klettere in der Luft die Leiter hoch. Das ist cool. Oh Gott. Alter, wolltest du den Hebel. Ja, Alter, wolltest du den Hebel aktivieren, ne? Nein, ich hab den Hebel zuerst. Nein. Nein. Auf zum Leuchtturm. Jetzt kommt der geile Schaden. Goddammit. Warte. Warte, gleich ist er wieder am Boden der Tagsandase. Was für eine Verschwendung. Ich weiß. Boah, schaut. Wie schön. Ja, Supplies. Gehen wir zum Supplies. Das ist der letzte Souvenirladen, bevor es hoch zum Leuchtturm geht. Ich hoffe, ihr bereitet euch nochmal gut vor. Okay, warte, warte, warte. Ja, hallo! 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 Ich hätte gern eine Captain Blade Actionfigur, warum mach ich hier nicht auf? Hallo! Nee, hier gibt's leider keinen. Hoffnung. Es gibt hier leider keinen menschlichen Verkäufer mehr. Hallo! Hallo! Nein, es gibt hier keine Menschen mehr, Mann. Hier stehen nur noch die Automaten. Hallo! Hallo! Ja, bitte? Hallo! Ja? Hallo! Möchten Sie was kaufen? Oi. Hey Daniel, Daniel, ja. ich snipe dir jetzt alle oben. Ja, finde ich geil, ich helfe dir mit der Hoffnung. Nicht, wenn ich sie zuerst snipe. Und zwar mit meiner Torque-Shotgun. Nein, ich erziehe mit meiner Torque. Mein Torque. Gegen. Mein. Na, warte. Mein. Nein. Mein Bandit-Raketenwerfer werde ich die snipen. Guck dir das an. Guck dir das an, die Sniper. Sniper ist sie alle weg. Ja, Mann. Ja, Mann, und im Gegensatz zu euch bin ich so ein richtiger Action-Sniper. Nicht ein Pussy-Sniper. Ich nehme was ja, hier. Mann, ich gehe ins Battlefield rein und snipe die alle nieder. Oh shit, da kommt ein Minenleger. Pass auf, der legt Minen. Nee. Ich hab mein Geschütz taktisch zum Snipen angebracht. Mann, ich snipe den. Ja, Mann, ich snipe den schon die ganze Zeit, ey. Ich hab den gesniped. Ich snipe. Nein, Matros. Oh, ich bin tot. Wurdest du jetzt gesniped? Nee, ich hab den gesniped. Auf ein paar Meter. Ah. Und jetzt? Mal schauen. Jetzt brauchen wir neue Opfer zum Snipen, Claudio. Verstehe ich. Das heißt, wir gehen jetzt weiter, bis wir neue Snipe-Opfer finden. Ich höre schon mal. Ja, Mann, ich setze aufs Dach für die maximale Snipolität. Siehst du das hier, Patze? Das war meine Touristenstadt. Pascal macht mich nach. Er hatte denselben Plan. Diese Stadt war mal voller Tourismus und Lebensfreude. Ah, ich wurde geschnäubt. Und jetzt schau dir an, was hier raus geworden ist, Patze. Was sagst du dazu? Danke. Danke. Ihr habt gerade mich wiederbelebt, da muss ich mich doch bedanken. Das gehört zum guten Ton, Daniel, nur weil du nichts davon verstehst. Oh fuck, ich hätte meine Flasche fast umgestellt. Ja, immer dieser Plattdeutschen. Jedoch, hier. Dünkt mir, ich habe euch etwas anderes gefragt und ihr antwortet mit Danke. Danke. Claudio hat mich voll wiederbelebt, als du irgendwas gesagt hast. Da habe ich nicht zugehört. Da habe ich mich bei Claudio bedankt. Aber Patze. Ich weiß mal, was die Frage geht. Das ist mir auf Scheiße. Die Stadt hier war mal voller Lebensfreude. Hier waren mal so viele glückliche Menschen. Jetzt nein, ist es das, was es ist. Eben ist leid, Alter. Du verstehst es nicht. Es gibt kein Glück. Ich hasse es, wie sie Leviathan sagt. Es ist Leviathan, nicht Leviathan. Nein.
Oh geil, ich fahr ganz viel Geld raus. Ja, du hast eben was gesagt von, hier haben mal glückliche Menschen gelebt. Ja. Dazu muss ich einen Einwand bringen, also bei so einem Häuserstil wäre ich nicht glücklich. Und da hier keine Menschen mehr leben, würde ich einfach mal sagen, ja, die Menschen waren mit diesem Häuserstil auch nicht so glücklich und haben sie alles selbst ausgerottet. Hier blühte ein. Ja, Mann, dummer Rigato, der Penner! Nun schau dir an, was sie getan haben. Sie haben alles ausgelöscht. Ja, Mann, dummer Arrogato, ihr Penner! Ja. Ja, und der Weep scheint. Es kommt von Domo Arigato, Mr. Roboto. Ich hasse es. Ah! Sorry, dieses Chaos Team. Aha. Oh, eine Waffenkiste, an der seid ihr alle vorbei. Jetzt krall ich mir die ganzen Waffen für mich. Mach das okay. Ist okay. Oh, da unten ist dann noch eine Waffenkiste. Die wollte ich mir auch. Ich verstehe. Ja. Fühlt es sich an? Ja, es fühlt sich gut an, diese. Mein nicht du. Diese oh, Gott. Grüne Shotgun. Für Level 30, ja. Oh, ich habe auch eine Waffenkiste gefunden, Daniel. Oh, ich sehe dich. Und jetzt habe ich Pimp rausgedrückt. Oh yeah, ja, ich sehe dich von hier oben. Und jetzt gehe ich den einen komplett anderen Weg. Okay. Hier gehen wir dahin. Oh, ich glaube, hier ist die Mission. Was? Ich bringe hier erstmal Leute um. Ich töte andere Dinge. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Gebiet für die Nebenmission, aber ist mir scheißegal. Ich habe die Orientierung verloren. Nicht schon hier. Kein Problem, Patzi, ich unterstütze dich von weiter Ferne mit dem Snipergewehr. Oh nein. Ich hab Mr. Babus gefunden! Heilige Scheiße, ich hab Bioshock Easter gefunden! Scheiße. Ist er schon tot wahrscheinlich? Ja, er ist schon tot. Man sieht aber noch seinen Bohrer. Finde den Schatz. Okay, gehen wir den Schatz suchen. What the fuck geht mit Lil Sister unten ab? Hä? Da unten ist Lil Sis. Ah, ist Lil Sis! Stirb, Lil Sis! Stirb, Lil Sis! Ja, die Schere, sag ich ja, die hat bei mir auch gerade eben Schnaps. Scheiße! Oh Gott, ich hab ihn reingehauen! Und jetzt spackst du dich mal ab. Jetzt brennt's ja aber. Is this, I'm sorry. No, let's this. Bist du nochmal hier hin? Ich glaube, sie mag das Terrain nicht. Also bewirft mich mit mit Äxten. How's it going? How's it going, little sis? No, little sis ist dumm. Die Arschloch. Hi. Okay. Wo war jetzt der Schatz? Das ist eine Schatzkiste! Ich hab sie aufgemacht. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Der Schatz ist irgendwo hier. Was denn? Die Kiste, die ich auch. Gesagt, das, was sie so überhaupt nicht können, ein großes X finden. Das ist super. Diese Aufgabe. Ja, Mann, das ist die beste Aufgabe im West. Oh, nur Skin für mich allein, ha? Ja, ich hab da gerade Skin gefunden, der hier rumgelegen ist, okay? Oh, krasses Loot. Oh, ein Bandic Technico Skin. Oh, Level 30 Pistole. Oh, ja, krasser Scheiß. Was für ein krasser Boomerang, Dad. Also, Kinderchen, was suchen wir denn? Ein großes Kreuz oder X oder was auch immer. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Nein, nee.
Daran sind wir noch nie gescheitert. Daniel, du hast es doch schon mal gespielt. Ja, aber bedenke, ich kann euch natürlich nicht erzählen, wo es ist. Das wäre ja blöd. Ich wette mit dir, hat's nie gefunden. Ich hab's wahrscheinlich damals schon gefunden. Aber ich habe wahrscheinlich genauso lange gesucht wie wir gerade. Aber irgendwas muss dir doch bekannt vorkommen. Denk das an den grauen Zellen nach. Weißt du, wie lang das her ist? Da ist ein Extra. Sieht schon bekannt aus. Hallo. Da ist ein Extra. Ja, auf der Kiste meinst du, ja. Ja. Yeah. Aber auf allen Kisten ist ein X drauf. Es muss aber ein großes X sein. Verstehe ich nicht. Eins, was dir quasi sagt, hey, hier bin ich. Natürlich muss man auch dazu sagen, es ist unfair, dass wir das gerade im Dunkeln machen müssen. Vielleicht ist aber es aber auch einfach weiter oben. Das kann auch sein. Nee. Genau, hoch. Ansonsten müssen wir es halt noch mal. Können immer noch mal runterspringen. Ja. Erstmal ein paar. Ich muss mal gerade hier unten die Map aufdecken. Das nervt mich, dass das nicht aufgedeckt ist. Ja, bei mir auf der Map sind auch ein paar Stellen nach wie vor dunkel, obwohl ich da jetzt schon zweimal hochgegangen, rauf und runtergegangen bin. Hier zum Beispiel, aber. Hier die MFFM Isle. Warum auch immer. Ich hab den Big Daddy getötet. Ja, das ist nicht cool, Mann. Und die Little Sister wurde von jemand anderen erschossen. Das fand ich auch nicht cool. Wer war das? Also ich weiß nicht. Ich hab sie nur noch am Schluss zum Brennen gebracht. Claudio war das, ha? Ich war nicht mal da. Claudio ist der Sniper-Profi. Aber Pascal hat gesagt, der Sniper-Profi, und das kannst doch nur du sein. Die anderen beiden sind vollkommen scheiße. Muss das wohl ich gewesen sein. Du bist kein Sniper-Profi, Pascal. Hey. Hör auf, das einzureden. Jedes Mal versuchst du allen zu sagen, so, hey, ich bin der Sniper-Profi. Ich bin der Sniper-Profi. Moment, jetzt wechselst du aber in die Grievous-Stimmlage. Ist jetzt nicht so nett. Ich weiß. Oh. Nur damit ich den Ultimate Disrespect down bringe, Daniel. Scheiße. Aber davon verstehst du nichts. Das ist echt fies. Oh, come on! Nein, Mann, ich halte nicht viel von Disrespect, Mann. Ehre, Bruder. Und so, weißt du? Ich hasse euch alle. Lass mich doch einfach mal hier auf die Band gehen. Was ist denn los hier? Ja, jedes Mal, wenn ich auf die Kanone bin, haben sie geschossen. Da, er hat dich umgebracht! Das, wer stirbt hier? Oh. Davor, wir sind ihn scheiße zu finden. Und er klingt ziemlich sauer. Wow. Ja, lass den jungen Mann doch. Blood Twist, Captain Blade ist der Leviathan. Tja, wenn ich euch das jetzt verraten würde, dann wäre das ganz schöner Plot. Spoiler. Plot Spoiler. Spoiler Plot. Nein. Ah, sieh mal an. Ah ja, so reagiere ich auch immer, wenn ich den muskulösen Krieg sehe. Ups! Ups! Oh nein, wir haben schon wieder Claudio vergessen. Ich dachte, wir waren schon hier oben. Das ist ein bisschen so wie Kevin allein zu Hause, nur mit Claudio. Upsala. Hallo. Claudio, wir kommen. Wir kommen gleich wieder. Oder der Lift kommt gleich wieder. Das ist jetzt auch, weil. Warte! Okay, kann man mein Auto gar nicht mal runterschicken. Hier sind über. Ah! Hi, ich habe mich selbst geschickt. Ups. Ich komme. Ein Krieg läuft schon oben rum und tötet Dinge, wenn es da was zu töten gibt. Krieg, nein, komm zurück. Böse. Das hier ist ein Gemeinschaftsding, Krieg. Keine Ego-Sache. Spring einfach hier runter, dann können wir den Aufzug nochmal. Guten Tag. Hallo. Steigen Sie ein und genießen Sie unsere wunderschöne Atmosphäre und Fahrstuhlmusik. Trick, spring runter, traust dich nie, du Pussy. Ah, traust dich ja doch. Hat Krieg, hat es dir gefallen? War das ein cooler Sprung? Claudio Schelge. Das war echt cool. Wäre viel besser gewesen, wenn du dann den Schädel erwischt hättest. Ja.
Vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Echt heiß. Oh. Oh ja, super schlässig. Ja, so schlässig. So schlässig. Ja, was haben wir denn hier? Das ist ein toller Aussichtspunkt. Und, zuerst aber bevor wir da hochgehen, irgendwo hier rum ist auch noch. Oh, ist ein Reiseding, ist cool. Was? Guck mal, da hinten Rundung, ist ja die Stadt. Das habe ich ja jetzt erst bemerkt. Bevor wir zum Leuchtfeuer gehen, also waren wir hier draußen. Findet einen Schatz. Ah, der Schatz ist also hier. Okay. Also, wahrscheinlich, und sonst ist er noch unten. Wenn er hier jetzt nicht ist. Guck mal, wie schön grün hier oben alles wir hier jetzt sind. Wo sind wir denn dann jetzt? Sind wir dann woanders, als wenn wir nicht da wären, wo wir jetzt wären? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Claudio ist hier der Intellektuelle. Warum beantwortet der solche Fragen nicht? Der möchte das nicht. Okay. Und das, wenn ich es tun würde, eure begrenzten Gehirne würde sowas nicht verstehen. Was ist, wenn die Flaschenpost nochmal da ganz oben ist? Ja. Mach gerne einfach weiter. Warte, ich habe ein Kammersymbol gefunden. Warte, wo denn? Wo denn? Auf der Rückseite vom Leuchtturm. Ach, man kann auf die Rückseite vom Leuchtturm. Kommt hinten. Da drin wird es da irgendwas sein. Aber da kommen wir nicht rein. Wie kommen wir jetzt da rum? Hier in dem. Wie bist du da raus? Ich bin auf der, quasi, wenn man von vorne kommt, auf der rechten Seite außen rum. Aber Pascal, mach nochmal das Missionssymbol an. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen muss. Ah, doch, es könnte schon irgendwo hier sein. Hier? Ah, da kommt man raus. Okay, jetzt verstehe ich. Hm. Hallo. Hallo. Wir müssen Ausschau halten nach einem großen X. Das ist auf meinem Titten. Was? God damn it. Ja, ihr habt die ganze Zeit nach mir gesucht. Das wäre ein schlechter Schatz. Aber hier ist auch nichts, ne? Gehen wir nach oben. That's sad. Ich gebe Pascal die Schuld. Ja, ich auch. Mach das. Der hält sich ja immer aus allem raus. Der kann ich. Der will ja immer kann ich echt nicht gebrauchen, das zieht mich voll runter. Wir brauchen hier keine neutralen Leute, okay? Dann, dass du immer noch da an dieses Meer hängst, glaubst, dass die Schweiz neutral wäre. Das ist outrageous. Ich meine, wie kann ein neutrales Land eine Demokratie haben? Und wenn sogar demokratisch geführte Länder wie Deutschland und Österreich eine indirekte Demokratie haben. Das geht doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Aber guck mal, wie weit oben wir sind, ey. Das sieht voll cool aus, ey. Sie kann nicht so hoch springen. Super. Finde einen Platz, wo du Blades Kompass hinstellen kannst. Dann sehen wir, wo genau der Schatz liegt. Ja. Okay, warte. Warte, hier ist erstmal Schatzkiste und. Boah, Alter. Meins, alles meins. Boah, da hinten ist die Fabrik. Und das Tal. Boah. Und da hat Grievous gewohnt. Oh nein! Oh, oh, oh. Echt, ja, was sieht jetzt dein Haus da unten? Ich kann mir das Ding jetzt echt, immer hin, das? Oder ist das nicht sein Haus? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sehen. Hier ist da unten ein Haus. Also, meinst du jetzt hier direkt unter uns, oder was? Das ist der Souvenirshop. Wir treffen uns dort! Okay. Jetzt müssen wir genau dahin. Da hinten ist die Habt ihr hier nach einem X-Ausschau gehalten? Ja. Okay, warte. Passt rein, mein Freund. Und keine Sorge, ich brauche deine Hilfe noch, um eventuelle Fallen in der Schatzkammer zu überwinden. Ich falle dir nicht in den Rücken, bis wir bei dem Schatz sind. Wie sie es sogar noch sagt. Oh, das ist aber schön. Das ist schön. Sehr nett von ihr, ja. So. Okay. Ja, warte kurz. Scheiße, es könnte auch hier sein, wie doof. Warum ist der Bereich so ausufernd, wo das scheiß X sein könnte?
Sachen zu mir. Ich hab's doch schon. Ach, du hast es hast schon. Hast du es? Ja. Aber echt so blöd. Du hast es ja auch schon mal gespielt. Das ist hier oben. Oh. Ja. Ich bin daneben gesprungen. Oh, shit! Ja, egal. Wow. Das ist, also, oh. Zeugs. Er hat meine ganze Crew das Leben gekostet. Aber wenn ihr auf der Suche danach sterben wollt, viel Spaß. Captain Blade,